Denkseiten. Noch eine ganz kurze Verständnisfrage an Herrn De Masi. Sie haben, so eins Ihrer Kernthemen war ja bisher auch die Aufklärung von Cum-Ex. Damit sind Sie auch zum Teil bekannt geworden. Jetzt ist zumindest bei der Aufzählung Ihrer kernpolitischen Themen als Spitzenkandidat für die EU-Wahl kam dieses Thema jetzt nicht vor. Würde mich interessieren, planen Sie auch auf EU-politischer Ebene dieses Thema weiter zu verfolgen? Ja, das freut mich, dass das mal angesprochen wird. Ich habe das sogar extra, ich habe sogar vor Christian Laie gesagt, wenn er mich vorstellt, soll er ja nicht das Wort Cum-Ex in den Mund nehmen, weil meine politische Biografie wird häufig darauf reduziert und das nervt mich mittlerweile. Ganz ehrlich, weil ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich bin ja in Politik gegangen, um zu gestalten. Ich wollte jetzt nicht immer die Nervensäge sein, die jetzt irgendwie den Leuten die Finanzskandale unter die Nase hält. Es hat halt nur keiner so richtig gemacht. So, und dann habe ich mich darum gekümmert. Das fing im Europäischen Parlament übrigens an mit den Luxemburg-Leaks, dann über die Panama Papers. Und das ist ja auch eine Welt, da geht es nicht immer nur um die Bekämpfung von Finanzskandalen, da gibt es auch eigene Interessen, da gibt es auch Informationshändler und die haben dann irgendwann wohl gedacht, dass ich das ganz gut öffentlich rüberbringe und dann sind auch öfters mal Informationen bei mir gelandet. Aber ich bin eigentlich, als ich vor 10 Jahren ins Europäische Parlament eingezogen bin, da war ja so noch die Ausläufe der Finanz- und Eurokrise, kleiner Werbeblock, darum wird das auch neben Finanzskandalen in meinem Buch gehen und darüber habe ich das war eigentlich so mein politischer Schwerpunkt und ich möchte, ich habe mich ja auch zum Beispiel in den letzten Jahren zur Frage der Vermögensbesteuerung Impulse gesetzt, weil ich war, glaube ich, der erste im Bundestag, der eine Übergewinnsteuer mal gefordert hat, zwar schon in der Corona-Krise, Reform der Schuldenbremse. Da bin ich noch angeguckt worden wie ein Pferd, haben mir sogar die Grünen 2019 noch erzählt, können wir nicht machen. Heute ist das jetzt Position von Kai Wegner. Also deswegen will ich darauf nicht reduziert werden, aber wenn ein Finanzskandal kommt, und das ist ja leider so sicher wie das Amen in der Kirche, werde ich mich natürlich gerne darum kümmern. Aber weil das ja gerade bei Corona angesprochen war, wir haben ja zum Beispiel eine EU-Kommissionspräsidentin, die diese ganzen Impfstoffverträge bis heute nicht richtig transparent macht, wo ja auch Milliarden Profite erzielt wurden. Ich bin geimpft, ja, also ich habe mich entschieden, mich impfen zu lassen, aber natürlich, wir hatten damals eine politische Situation in der Debatte, da gab es nur noch, also hört man jetzt morgens den Drosten-Podcast oder dann gab es dann diejenigen, die sich gegen jegliche Maßnahmen gesperrt haben. Und es muss ja auch noch irgendwie was dazwischen geben. Und ich finde, da ist viel kaputt gegangen in der Gesellschaft. Und ich kriege das mit, weil das hat ja so einen Digitalisierungsschub gegeben, auch im Negativen. Ne? Also weiß ich nicht, dass alle bei Amazon oder so einkaufen, aber dann eben auch in den Schulen. Und Kinder lernen nicht so, dass ich denen einfach ein iPad in die Hand drücke und dann ist gut. Und da ist was kaputt gegangen. Und da ist natürlich auch was im Vertrauen in der Gesellschaft kaputt gegangen. Wir erleben das in politischen Debatten, jetzt so auf Twitter oder X oder so, weil da so wirklich digitale Parallelgesellschaften entstanden sind. Und ich finde, das muss man aufarbeiten und da muss man auch diejenigen respektieren, die für sich eine andere Entscheidung getroffen haben. Und wenn man dann zum Beispiel über Impfpflicht diskutiert oder so, obwohl es keine sterile Immunität gibt, so, also ein Akt der Bestrafung oder so, das finde ich einfach politisch falsch. Und da gibt es also genug Themen, auch bei Frau von der Leyen.